Berlin, am frühen Morgen des 1. Mai, des Feiertags der Arbeiter aller Länder. Ja, Wohlstand und Frieden, das wollen wir, alle miteinander. Deshalb marschieren wir heute. Der Mitglieder unserer Regierung, der Mitglieder des Politbüros, des Zentralkomitees der SED, betritt der Präsident der Republik, Wilhelm Pieck, die Ehrentribüne. Der Arbeiterbewegung denken vielleicht an die Zeit, da die bewaffneten Kräfte der Reaktion am 1. Mai auf demonstrierende Arbeiter einschlugen und sie niederschossen. Diese Zeit ist bei uns vorbei.
Sie wird nie wiederkehren. Dafür werden wir sorgen.